Weltweites Chaos, die größte IT-Panne seit der Geschichte des Internets. Sie ist gerade in vollem Gange. Wir sind noch lange nicht am Ende. Flughäfen, Banken, Supermärkte, OPs, alles sind betroffen. Ich erkläre das Wichtigste in diesem Video, was wir zur Stunde wissen und was für dich zur Vorbereitung essentiell ist, dass du das Wochenende überstehst. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ja, wenn es weltweit eine IT-Störung gibt, dann ist als erstes das Szenario eines weltweiten Cyberangriffes überall da. Aber nein, Putin soll nicht schuld gewesen sein. Auch die Chinesen sind es diesmal nicht gewesen, sondern die Amerikaner höchst selbst. Ein Software-Update, sagen sie. Ha! Und zwar ein Software-Update bei der Firma, die genau solche Sachen zu verhindern hat. Mutmaßlich ist die Firma CrowdStrike hier schuld an einem ihrer System-Updates. CrowdStrike ist weltweit führender Anbieter für Sicherheitslösungen rund um das Internet. Das ist eigentlich der Treppenwitz. Als erstes wird man auf der Webseite gefragt, sind Sie Opfer eines Angriffes geworden? Ja, selbstverständlich, und zwar von Ihnen. Sie bieten hier an, richtig viel. Also Cloud-Sicherheit, Endgeräteschutz, Identitätsschutz, Bedrohungsanalysen, Datensicherheit, Schwachstellenverwaltung und so weiter und so fort. Weltweit wirklich führend dieses Unternehmen in dem, was es da tut, bis zum heutigen Tage. Es hat wohl was nicht ganz funktioniert. Betroffen sind nur Windows-Hosts, Mac und Linux sind davon nicht betroffen. Gleichzeitig kam es zu einer zweiten Lücke, zu einem zweiten Ausfall in Microsofts Azure 365 quasi. Es gibt hier quasi einen Totalausfall eines weltweit monopolistisch benutzten Systems. Die Auswirkungen, wir können uns wirklich eigentlich nur amüsieren darüber, was hier alles auf einmal ausgefallen ist. Zuerst hieß es, der BER in Berlin steht still und alle dachten, ha, die Berliner mit ihrem Ferienstart haben es mal wieder verbaselt. Bis auf einmal die Meldungen von rund um den Globus eingetroffen sind. Es gab Störungen an deutschen Flughäfen, Berlin und Hamburg sind komplett ausgefallen teilweise. Das Uniklinikum Schleswig-Holstein hat alle Operationen abgesagt, ebenfalls das Uniklinikum in Kiel und in Lübeck. Es gibt in Australien zur aktuellen Stunde eine Sicherheitssitzung des Cyber-Sicherheitsrates. Sowas haben die dort. In Berlin versucht man inzwischen wieder die Systeme hochzufahren, denn CrowdStrike hat einen Workflow, wie sie sagen, erarbeitet, wie man das Problem wieder beseitigen kann. Microsoft arbeitet zur Stunde immer noch an der Behebung des Problems. KLM hat den Flugbetrieb eingestellt. United Airlines, American Airlines wurden von der amerikanischen Flugaufsicht dazu verdonnert, am Boden zu bleiben. Ganz wichtig, die Flugzeuge haben überhaupt kein Problem in der Luft. Die Probleme befinden sich nur auf dem Boden, und zwar dann am Ende, wenn es darum geht, Rollwege und Parkpositionen mit Flugzeugen zu verknüpfen. Das ist völlig in den Eimer gefallen. Ganz viele Check-in-Schalter funktionieren nicht, es wird händisch Check-in gemacht. Ich habe jemanden gesehen in einem kurzen Video, der hat gezeigt, wie die Bordkarten in Berlin mit der Hand ausgestellt werden, wie Papierlisten mit der Hand abgehakt werden. Ihr seht, die Fliegerei funktioniert auch ohne diese ganze Technik am Boden. Die Allianz Versicherungs AG ist betroffen. Die französische Behörde meldet wohl auch, es sei kein Cyberangriff. Damit sind sich inzwischen viele einig, wobei der Hersteller von CrowdStrike schon gesagt hat, dass er hier wohl Teilschuld hat. Es gibt auch Störungen in Indien, Singapur und Thailand. Es sind wirklich Millionen Menschen betroffen und diese IT-Panne könnte zum ersten Mal dafür sorgen, dass wirklich Milliarden von Menschen hier betroffen sind. Ob die Auswirkungen jetzt schon wieder am Abklingen sind oder ob das Ganze sich jetzt hochschaukelt mit den ganzen nachgelagerten Prozessketten, die jetzt anfangen zusammenzubrechen, das werden wir sehen. Als ich die Meldung gesehen habe, bin ich als allererstes losgegangen, habe nochmal Bargeld besorgt und war einkaufen. Es steht das Wochenende vor der Tür. Stellt euch vor, bis Montag fallen alle EC-Karten-Terminals in diesem Land aus. Betroffen ist nämlich auch Visa, American Express und Mastercard, wie sie gesagt haben. Am Mallorca-Flughafen gibt es ebenfalls Verzögerungen und die Airlines können keine Auskunft erteilen. In Deutschland ist ebenfalls viel kritische Infrastruktur betroffen, nicht nur Krankenhäuser. Es sind hier auch betroffen Abwasser- und Trinkwasseranlagen, Telekommunikationsanbieter, öffentliche Verwaltungen und Krankenhäuser. CrowdStrike hat schon eine Pressemitteilung abgegeben. Microsoft sagt, sie arbeiten noch mit Hochdruck am Problem. Die Sache ist wirklich dramatisch aktuell zur Stunde. Es besteht Ungewissheit, ob es das nun gewesen ist oder ob es weitergeht. Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt eine Erklärung an. Dabei ist er gerade in Belgrad. Er ist also auf dem Balkan unterwegs. Manchester United hat den Ticketverkauf eingestellt und
American Airlines fängt jetzt wieder an zu fliegen oder sie versuchen es zumindest. Der Markt erschickt CrowdStrike vorbörslich schon über 20% in den Keller. Spannend wird es ab US-Eröffnung. CrowdStrike wird hier auch mit Schadensersatzklagen aus den USA rechnen müssen. Dieser Hersteller sitzt in Texas. Es ist jetzt, ich beobachte das mal, ob die Aktie heute tief genug fällt, ob es sich lohnt zuzuschlagen oder ob es der Griff ins fallende Messer ist. Das ist keine Anlageberatung. Hallo liebe BaFin, das ist nur eine persönliche Meinungsäußerung gewesen. Es gibt auch keinen Feueralarm mehr in Kopenhagen und in Dänemark. In fast den gesamten USA ist auch der Notruf ausgefallen. 911 funktioniert nicht mehr. Schwierige Situation. Wie würdet ihr reagieren? Was denkt ihr, wie es hier weitergeht? Das besonders Spannende an der Sache ist, die Deutsche Bahn, sie fährt, sie hält Stand. Und zwar aus dem einfachen Grund, die Technik der Deutschen Bahn ist so alt, dass sie nicht mit Microsofts moderner Cloud die Züge fahren lassen. Da hat Pofalla noch nicht genug Lobbyarbeit geleistet. Es gibt natürlich auch Fluggesellschaften, die haben einen relativ problemlosen Ablauf, weil nicht alle auf CrowdStrike setzen. Aber CrowdStrike ist führend in dieser Branche und hat somit hohen Anteil am Gesamtmarkt. Die Stadt Pforzheim, sie ist nicht erreichbar. Das Landratsamt Bad Homburg in Hessen hat 1000 Mitarbeiter nach Hause geschickt. Bitte bis Montag kommen. In Frankreich fallen die Fernsehsender TF1 zum Beispiel aus. Bei Mercedes an den Fließbändern bleiben die Monitore schwarz. In Zürich sind alle Landungen am Flughafen ausgesetzt. In Los Angeles schlafen sie einfach in den Gängen am Flughafen. Und so geht das hier schon den ganzen Tag hin und her. Es ist Hammer. Es ist echt Hammer. 3000 Firmen am Hafen von Rotterdam sind ebenfalls betroffen. Es geht nichts mehr vorwärts, es geht nichts mehr rückwärts. Ebenfalls Sky News war down. Supermarktkassen in Asien haben den Betrieb eingestellt. Alle spanischen Flughäfen sind ebenfalls betroffen. Und Elon Musk macht sich selbstverständlich lustig über Microsoft. Und das, was ich jetzt hier am perfidesten und am schlimmsten finde, ist, sie machen Microsoft dafür nicht haftbar. Wenn es Softwareprobleme gibt, dann ist das halt immer so. Man nimmt das hin, als wäre das Gott gegeben, anstatt die Hersteller endlich gesetzlich dazu zu verpflichten, für ihre Software zu garantieren und zu gewährleisten. In Deutschland kommt niemand auf die Idee, bei einem gescheiterten Microsoft-Update sich den Schadensersatz, dem das Unternehmen durch Verdienstausfall entsteht, sich von Microsoft zu holen, weil es sich inzwischen eingebürgert hat, dass nicht fertige Software, die quasi kaputt ist, an den Kunden ausgeliefert wird und man lässt die Leute trotzdem bezahlen. Immer wieder Microsoft, jede Woche kommen neue Lücken ans Licht, sei es Active Directory, sei es Azure und so weiter. Es ist ein völliger Misthaufen geworden, aber durch ihr Monopol erpressen sie die halbe Welt, damit sie weiter an diesen unfertigen Softwareprodukten teilhaben. Und wenn man sogar diese Hearings von Microsoft manchmal besucht oder diese Verkaufsveranstaltungen, da wird immer nur argumentiert, dass man ja die bessere Alternative wäre, weil es überall woanders schlechter wäre. Es wird nirgendwo argumentiert, dass man fehlerfrei wäre. Da muss man mal, ich habe IT studiert mal, deswegen bin ich da so vehement, die Softwarehersteller endlich zur Verantwortung ziehen und ihre Software nicht nur als Abo-Modell wie, also ist ja wie die GEZ hier, von uns abzudrücken, ja, die Drückermafia mit ihren Windows-Abos, mit ihren Word-Abos ist Katastrophe geworden. Die AGBs erlauben jetzt, dass man die ganzen Daten natürlich noch zur KI-Trainierung dann in die USA schickt. Besonders witzig für die ganzen Firmenkunden, die jetzt ihre Geschäftsgeheimnisse an die KI abtreten müssen. Aber sie werden alle mitspielen, weil sie alle keinen Bock auf Linux haben. Ich selbst bin auf Mac-Basis zu, sagen wir mal, 85% unterwegs. Die Buchhaltung für meine Firma, die muss ich leider auf einem emulierten Windows-System machen. Die Software, die ich benutze, gibt es nur dafür. Dafür ist die Software richtig günstig gewesen und richtig gut, finde ich. Aber Randdetails, die euch nicht interessieren, gehe bitte einkaufen heute, sorge für etwas Bargeld zu Hause, damit du, falls die Systeme weiter Probleme machen, nicht darauf angewiesen bist, dich am Wochenende irgendwo anzustellen, wo andere Leute dann vergeblich versuchen, mit ihrer Karte zu bezahlen oder irgendwo noch etwas Bargeld herauszuschlagen. Vermutlich ist morgen oder so alles schon behoben. Es könnte halt allerdings auch länger dauern. Und damit du dich nicht in Gefahr begeben musst, hab einfach alles zu Hause und schau dir das Ganze an mit ein paar Videos von meinem Kanal oder von einem anderen. Es gibt genug zu sehen, es gibt genug zu berichten und es wird mit Sicherheit nicht die letzte IT-Panne rund um den Globus gewesen sein, aber mal eine, die sich richtig, richtig gewaschen hat. Ich hoffe für alle Flugreisende, dass sie dennoch in ihren wohlverdienten Urlaub kommen. Es ist ja meistens nur eine oder zwei Wochen, die man sich im Sommer gönnt. Und da jetzt Microsoft und CrowdStrike
im Nacken zu haben, die schuld daran sind, dass es nicht funktioniert. Das ist bitter, aber ich bin immer wieder verwundert, wie die globale IT überhaupt standhält den ganzen Sachen. Wie gesagt, ich habe das mal ein bisschen studiert. Wir können von Glück reden, dass es so wenig Probleme gibt. Es grenzt an ein technisches Wunder, dass diese ganzen Systeme weltweit fast rund um die Uhr laufen, fehlerfrei, was alles. Also das kann man sich als Laie gar nicht vorstellen, was für eine Menge an Daten und Informationen hier erfasst, verarbeitet und so weiter. Das ist echt, das ist technisch gesehen ein Wunder. Und manche Sachen sind auch für mich, obwohl ich davon ein bisschen technisch Ahnung habe, immer noch Hokuspokus. Also dieses Netzwerk-Routing rund um die Welt. Ja, natürlich, man versteht das im Prinzip, man hat das Protokoll verstanden, aber das in der Praxis dann zu sehen, wie das funktioniert, ist wirklich der Wahnsinn. Ihr seht es zum Beispiel am besten bei Netflix, wenn ihr irgendeine Serie andrückt, dann läuft die sofort in HD. Dabei wisst ihr, wie weit dieses Ding wegsteht, wo dieser Film auf HD gespeichert ist, aber Netflix ist führend, was das angeht, über die Verfügbarkeit ihrer Filme weltweit. Da sind sie wirklich führend, aber das sind Randdetails, das soll hier kein IT-Kanal werden. Hat, glaube ich, keiner Interesse daran. Gibt es wahrscheinlich auch schon genug. Ich sage ciao, bis bald, abonniere den Kanal oder lass es bleiben. Ich habe auch X und Telegram, falls es dich interessiert. Ansonsten bis zum nächsten Mal.